So Freunde, wie ihr sehen könnt, bin ich hier gerade in Sapa, auf den Reisterrassen, in den Hügeln, ein bisschen am Rumkraxeln. Und ja, das ist eigentlich ganz cool. Hey! Man schlängelt sich hier so durch Lehmpfade durch eigentlich. Es gibt keine befestigten Straßen. Und hier habt ihr halt pure, authentische, vietnamesische Reislandschaften. Das Hotel, also das Hostel, das ich gebucht habe, ist sehr günstig, 5 Euro irgendwie die Nacht, inklusive Frühstück. Und ich glaube, um einfach mal so ein paar Tage entspannen zu können und halt auch Arbeit nachzuholen, ist das ganz gut, weil morgen und übermorgen soll es regnen. Ihr hört schon, ich bin ein bisschen außer Atem so. Ich bin zwar ein bisschen jetzt vorbereitet von Portugal, aber es ist doch was anderes hier tatsächlich. Allein schon durch das Klima und die Luftfeuchtigkeit. Aber ich glaube, Ausblicke wie dieser hier lohnen sich dann dafür echt. Gerade von so ein paar Einheimischen durch so einen Bambuswald geführt und es ist einfach mega, mega cool hier. Also ich wollte sowieso immer, hatte schon den Traum, sowas zu machen und jetzt bin ich einfach hier und das macht das Ganze für mich so ein bisschen unglaublich, weil ich halt nie wirklich gedacht hätte, dass ich die Eier dazu besitze, das zu machen, aber Momente wie diesen hier lassen mich das keine einzige Sekunde bereuen. Auch wenn es hier teilweise echt hart ist von den Wegen her, wie man hier vielleicht sehen kann. Und ich tatsächlich auch viel springen muss, aber ich glaube, da unten ist der Wasserfall irgendwo, zu dem wir wollten. Aber so ein Bambuswald ist schon irgendwie was ganz anderes, weil es ist hier, Gott sei Dank mal, ein bisschen kühl und man kann sich ein bisschen von der Hitze hier abkühlen. Also es sind hier tatsächlich in Sapa nur so 20, 25 Grad. Aber die Luftfeuchtigkeit ist teilweise unerträglich. Und gerade beim Klettern, so wie hier, ist es doch schon manchmal ein bisschen unangenehm. Aber ich glaube, man weiß, worauf man sich grob einlässt, wenn man hierher kommt. Und dadurch, dass es hier halt sonst nichts zu machen gibt, also was heißt nichts zu machen gibt, außer halt die Gegend hier zu sehen, die wunderschön ist, befindet man sich halt auch genau in dieser Gegend. Wir sind hier gerade auf so einer komischen, wackeligen Hängebrücke und hätte ich Höhenangst, würde ich hier nicht drüber gehen, ehrlich gesagt. Aber es ist tatsächlich ziemlich cool. Vor allen Dingen auch, dass das Wasser hier so klar ist. Das ist halt alles Bergwasser von den Reisterrassen. Also man kann drin schwimmen, so, aber es ist halt mit Buffalo-Scheiße gedüngt. Deswegen muss es halt jeder für sich entscheiden tatsächlich. Aber ich finde es hier richtig, richtig geil. Die Landscapes sind unfassbar. Sorry? Push as I walk in that way. Ja, also jetzt will hier anscheinend noch so ein Rollerfahrer drüber. Kann er machen. Kann er auch lassen, wie er lustig ist. Aber ich mag es hier. Ich weiß halt nicht, wie ihr das machen wollt hier rüber.
So, Freunde, nur für die Nachwelt, falls ich gleich 8000 Euro Equipment verliere, ist das ihre Schuld. Sie hat gesagt, wir gehen durch die Steine. Ja, ich werde halt nass jetzt, ne? Aber die sind eh dreckig. Oder ich bleibe einfach für immer hier stehen. Kennt ihr noch meine Einstellung zu Sand in Portugal? Denkt bitte nicht, dass die sich geändert hat. Also jetzt sind wir hier an so einer, also immer noch hier bei diesem komischen Fluss. Und versuchen jetzt da auf die andere Seite zu kommen, weil da oben wohl so was Wasserfallähnliches ist, wo ich unbedingt hin will. Und wir sind jetzt ungefähr seit, ja, einer guten Stunde unterwegs. Ich spüre die Kilos purzeln und ich sehe auch Hannah gleich purzeln. Aber wir kommen darüber, versprochen. Wieso ist denn hier an diesem Flussufer bitte Sand? Kann mir mal irgendjemand den Sinn da... Okay, das ist glaube ich kein Sand, das ist glaube ich Büffelkacke. Zumindest fühlt sich so an und riecht so. Und fragt nicht, woher ich weiß, wie Büffelkacke riecht und sich anfühlt. Es gibt Sachen, die erkläre ich nicht im Internet. Alter, ist es hier geil. Hier sind überall diese Reisterrassen und Wasser und es ist warm und da oben ist der Wasserfall. Ja, Sapa ist schon auf jeden Fall cool. Weißt du was, ich latsch einfach jetzt durchs Wasser mit den Schuhen. Die sind eh dreckig nach der Kacke hier. Vielleicht stinken aber meine Füße ein bisschen weniger. Es ist nicht mal kalt. Komm. Go on. Hä? Nee, hier ist schon cool. Ich hoffe halt nicht, dass ich irgendwie ausrutsche oder einsacke. Das wäre nämlich sehr, sehr teuer. Das wäre nicht ungünstig, das wäre teuer. Freunde, ich hatte schon mal bessere Ideen in meinem Leben. Aber, siehe da, Schuhe sauber. Ich will hier für immer bleiben. So, ich breche die Weltreise jetzt ab. Ich bleibe für immer in Vietnam. Vietnam ist der Wahnsinn. Die Menschen sind mega locker und mega cool. Die Preise sind günstig. Die Landschaften sind der Wahnsinn. Und das Wasser ist warm. Bis später. Düdüm. Düdüm. Keine Fische hier. Ich habe mein Bestes gegeben. Aber ich bin nass jetzt. Also von dem her. Brauchst du einen Handschuh? Der sieht aus, als wäre er deine Größe. Es ist halt krass, wie viel Plastik hier überall im Wasser ist. Und wie viel Müll auch an sich. Ich meine, die haben hier halt wahrscheinlich auch nicht die Möglichkeiten, das irgendwie alles pflichtgemäß zu recyceln oder einfach abzugeben. Also auch, ich habe mal gesehen, wie die den Müll sammeln und so, und das ist jetzt eher, ja, nicht so krass. Und ich finde auch, dass man weltweit Pfand auf Plastik einführen müsste, damit man ihn eben einfach nicht jetzt so wie hier im Wasser lässt. Wie man hier sehen kann, ist der Fluss gerade um ungefähr 2 Meter angestiegen. Also die Felsen, über die wir gerade gelaufen sind, sind jetzt weg. Und da hinten ist ein Stausee. Und ich gehe einfach davon aus, dass da oben auch irgendwie eine Schleuse ist, die gerade geöffnet wurde. Die Frage ist halt, warum? Weil das hier entwickelt sich gerade zu einem reißenden Strom. So, wir haben jetzt ein Problem. Weil hier kommen wir nicht hoch und da kommen wir nicht mehr rüber. Das war, glaube ich, eine scheiß Idee. Ja, es war eine scheiß Idee, oder? Vielleicht da hoch.
Boah, nice. Vielleicht ist das nicht der Wasserfall. Nee, das ist auch nicht der Wasserfall. Aber hier kann ich meine Füße wieder sauber machen. Hier ist das Wasser auch wieder klar und kalt. Wie so ein Dokumentarfilm. Ja, genau. That's pretty cool. Das ist cool hier. Ich mag das. Das ist genau mein Ding. Beste Entscheidung. Wie komme ich jetzt hier runter? Mit Kamera und nassen Schuhen. So. Hoffen wir, man versteht irgendwas. Ah, fuck. Ich habe gerade irgendwas gestochen. Ah, Mann. Ich habe bisher echt nur diesen einen Moskitostich aus Hanoi. Ansonsten geht's mir gut. Oh, wobei mich, glaube ich, gerade was richtig Fieses übers Auge gestochen hat. Während andere hier über die Brücke klettern, dachte ich mir, ich gehe einfach durchs Wasser. Ja, voll. Ja. Ich gehe hier lang. Weißt du nicht so ganz, warum ich das mache? Aber ich gehe einfach mal hier lang. Wieso machen wir das noch gleich? Wir sind jetzt hier gerade diesen Wasserfall am Hochklettern. Das ist absolute Hölle. Ich habe keine Ahnung, warum ich mich darauf eingelassen habe. Ich habe mir zwei Zehennägel eingerissen und hier einen kleinen Cut. Aber ich glaube, ich muss da jetzt durch, weil runtergehen ist irgendwie nicht mehr möglich. Hauptsache Equipment bei. So, also Fluss ist nicht, Wasserfall. Klettern jetzt hier barfuß übrigens. Guckt euch das mal an. Hier durchs vietnamesische Berglanddickicht. Hier sind, by the way, überall Spinnen, ne? Nee. Ihr wisst, was ich davon halte? Nix außer Abstand. Na ja, geil. Wir müssen da jetzt hoch, ne? Ich will gar nicht wissen, was mir hier gerade alles in den Nacken fliegt. Aber die Aussicht hier ist mega. Guckt euch das mal an. Ach, da ist eine Liane. Go for it! Ja! Du schaffst es! Ja! Irgendjemand muss ja auch wissen, was du hier für eine Scheiße abziehst. Mhm. Wow! Are you okay? Okay, wir gehen trotzdem hier weiter. Weil mit 106 Kilo und Equipment kletter ich keinen Wasserfall hoch. Ich bin noch nicht bescheuert. Also nicht bescheuerter als eh schon. Ich glaube, da oben ist ein Pfad.
Sollen wir hoch zu diesem Pfad? Ja, ne? Schaffen wir es. Aber komm, wir schaffen es noch rechts rüber. Ja, aber sie kommt ja jetzt zu uns. Wir gehen da jetzt hoch. Nur damit ihr wisst, wo wir runter hoch sind. Da. Ich brauche jetzt eine Kippe. Luckily the iPhone is... Oh fuck! Oh no. Oh dude. That's I know, but I think it's just this ramp. Oh, did you think fall? So? Yeah. Wie man vielleicht weiß, bin ich kardiotechnisch nicht der Allersportlichste. Da habe ich gerade irgendwas Fliegendes verfolgt. Aber wir sind hier ungefähr auf, keine Ahnung, es ist immer noch da. Oh, wow. Naja, jedenfalls, ich bin entkommen, aber bin absolut tot. Die Aussicht, die ich euch gerade gezeigt habe, war der absolute Wahnsinn. Ich muss jetzt irgendwie weiterkommen, in der Hoffnung, dass es dann zurückgeht. Scheiße. Nehme an mich selber mehr Ausdauer trainieren im nächsten Leben. So, ich habe mich jetzt von den anderen abgekapselt und mich in die schattigen Wälder verzogen. In der Hoffnung, dass ich zurückfinde. Ich habe nämlich weder eine Map, noch habe ich ein Handy mit Netz, noch sonst was. Aber ich denke mal, spätestens wenn ich irgendwie einen Local treffe, wird er mir schon sagen, wo es lang geht. Aber körperlich hätte ich es jetzt irgendwie auch nicht geschafft, weiter mit hochzugehen. Und ich finde, das Wichtige ist, dass man sich irgendwie eingesteht, dass man eine Flasche ist. Und dann halt auch dementsprechend damit umgeht. Ich wandere jetzt hier an den Reisfeldern lang. Und ich muss jetzt Akku sparen, weil hab nur noch 10% und alle Batterien sind leer. In diesem Sinne, wir sehen uns. So Freunde, seit dem letzten Video sind genau ungefähr 35 Minuten vergangen. Genau ungefähr. Geiler Move, Chris. Aber ich bin jetzt anscheinend auf dem richtigen Weg. Ich habe nämlich gerade eine Bekannte aus dem Hotel getroffen. Und ich bin jetzt wieder hier in so einem Matsche-Urwald, also meine Schuhe sehen auch aus wie Sau. Das Gute an hier ist halt alles sauber, was heißt sauber? Schattig, sag ich mal. Sauber ist das ganz und gar nicht. Moskitomäßig hält es sich tatsächlich auch in Grenzen. Ich wurde, glaube ich, erst zweimal gestochen. Mich hat vorhin halt so ein riesen Brummer verfolgt. Und wenn ich nicht weiß, was mich verfolgt, renne ich in der Regel.
So, wenn jetzt, glaube ich, so ein Puma kommen würde, wäre auch noch ganz witzig. Aber ich glaube, die gibt es hier nicht in Vietnam. Und ja, es ist schon nice hier. Ich glaube, ich filme hier noch ein bisschen fürs Wochenvideo. In diesem Sinne. So, hinter diesem Hügel liegt tatsächlich das Hostel, das Homestay. Hab noch 2% Akku. Ich lebe noch. Ich habe gerade noch ein 5-Fragen-Video gedreht. Schaut euch das an. Ich bin während diesem 5-Fragen-Video vor einem Flieginsekt geflohen. Aber ja, ich habe jetzt so knapp eine Stunde zurückgebraucht. Von dem her ist das schon in Ordnung. So, meine Schuhe sehen aus wie Scheibenkleister. Ich gucke mal, ob ich jetzt irgendwo noch so einen Bach finde, der nicht voller Matsch ist. Dann versuche ich die ein bisschen zu säubern und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Vlog. Ich weiß nicht, wann der kommt. Also dieser hier, wie das mit Internet aussieht, mit Uploaden, mit Schneiden und so. Die nächsten 2 Tage soll es hier regnen. Deswegen werde ich da wahrscheinlich dann mehr erledigen können, was ich gar nicht so schlecht finde. Ich bin nämlich ein bisschen im Nachzug. Aber wir haben jetzt hier aktuell Montag oder Sonntag. Ich glaube Sonntag oder Montag. Ich müsste auf mein Handy gucken, egal. Auf jeden Fall bin ich noch bis am Donnerstag hier. 1 Nacht, 4 Nächte. Ja, ich glaube, es ist Sonntag. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir Kommentare, schreibt mir Nachrichten, spendet mir ein bisschen was. Teilt es mit der Welt. Folgt mir auf YouTube, Instagram. Ihr kennt ja diese ganze alte Leier von diesen ganzen Social-Media-Fritzen wie mir. In diesem Sinne, passt auf euch auf, ich versuch's auch.